Freitag geht es dann jetzt. Ah, so schnell, ja? Ja, ich mache so ein bisschen hier. Video für, mein ja. für mich jetzt einfach. Da. Das ist ja. Also, ja, wir waren dann eine Woche hier. Ah, okay. Drei Wochen insgesamt. Oh, sehr schön, ja. Dann, bis wann bleiben Sie nochmal, Herr Wolf? Freitag. Bis Freitag, ja. Sehr schön. Noch etwas. Ja. Und Sie haben ein schönes Hotel, ja, oder? Das Hotel ist schön und der Strand ist schön, ne? Ja, genau. Ruhig, so Art von privaten Strand, ja. Ja, ist schon sehr schön gemacht. Wir haben auch schon Wasser für Sie da. Ja, vielleicht schwitzen Sie so viel. Ja, noch nicht. Kann noch kommen. Später, ja, meine ich, ja. Bestimmt. Weil wir ein bisschen laufen werden, ja. Zu dem Wasserfall. Ja. Gut, ja. Dann, ja, dann werden wir dann ein bisschen die Insel kennenlernen, ja. Ja, besonders diese Ecke ist ja sehr weit weg, ja. Also ich meine ziemlich abgelegen jetzt von der Stadt, ja. Und da sehen Sie, ist ja noch leer, sind ja noch Felder da. Das ist ja wie Bali vor 40 Jahren, ja, dass Bali jetzt so viel gebaut ist, ja, so viel bebaut, ja. Und einfach mal zu viel, ja, manchmal, ja. Dann jetzt ist es auf Lombok, ist schon angenehmer, ruhiger, auch von Verkehr hier ist auch schon sehr angenehm, sage ich mal. Nicht so viel Verkehr, nicht so viele Autos, ja. Ja, dann wenn man hier sich erholen will, ist sehr schön, ja. Kann man auch schon ein bisschen kombinieren, aus Rüger, ausruhen, ja. Und da oben wird auch schon eine große Hotelanlage aufgebaut, ja. Das wird dann Amber Hotel, ja. Amber, ja, ist eine große Hotels, ja. Auch Amber. Amber heißt es, ja. Amber. Das heißt doch auch Amber, ne? Ja, Amber, ja. Ne, Entschuldigung, das war Amber, ja, Amber, bei Ihnen, ja. Aber das hier, ich überlege gerade, das steht später Name hier von dem, ja. Und das wird dann schon die Straße für das Hotel. Genau, links. Richtig, ja. Samara meine ich, ja, Samara. Da steht es auch schon. Genau, ja, Samara, links. Ja. Genau, Samara Hotels, ja. So, wird ein großes Hotel, ja. In die Zukunft, wenn Sie noch mal zu uns kommen, vielleicht wird es schon fertig, ja. Und an welchen Strand werden die gehen können? Ja, da wird es dann kein privater Strand sein, ja. Also das heißt ja, vielleicht da in der Nähe von Strand von Amber, vielleicht werden die Gäste dann hingebracht, ja. Und, ja. Da gibt es normalerweise für solche Hotels so eine Art von Shuttle, ja, Shuttle-Bus, ja? Ja. Also die Leute werden dann mit dem Shuttle-Bus hingebracht, ja. Ja, die Insel wird sich verändern. Ja, langsam vielleicht in 5 oder 10 Jahren wird es vielleicht anders aussehen, ja. Ja. Stimmt. Ja. Wir waren gestern mit dem Roller auch an diesem anderen Strand hier vorne. Okay. Da, wo die vielen Surfer sind. Oh ja, das ist in Salon Blanak, ja? Ja. Sie waren ja dort, ja? Genau. Ja. Der ist auch sehr schön, der Strand. Mhm. Sehr schön. Aber es ist natürlich sehr viel Surfen. Ja, das sind ja für die Leute, die halt dann surfen lernen wollen. Lernen. Ja, ja. Ja. Das ist ja schon für, also mit einem, also mit kleinen Wellen, ja, ja. Dann passt es ja für die Anfänger, ja. Ja, ja, und deswegen kommen auch Leute halt hierher, um das zu lernen, ja. Ja, dann, aber das ist ja natürlich keinen
Teil von Lombok. Das ist ja Lombok. Ich meine jetzt die Aktivität, ja, also Surfen, ja. Ja. Aber das kann man hier machen, ja, Surfen, ja. Lombok sieht man ja natürlich, wenn man hier ein bisschen rausfahren, ja. Auch für Leute, für Touristen natürlich wichtig zu wissen, wenn man halt nur Strandurlaub macht, ja, dann muss man schon ein bisschen rausfahren, ein bisschen Fahrt machen. Ja. Hier besonders für Investoren auch schon sehr gut. Ja. Das ist ja noch, es gibt ja noch viel Platz, ja, Hotel aufzubauen. Natürlich erwartet die Regierung, dass mehr Investoren zu uns kommen. Ja. Okay. Ja. Und natürlich, das ist ja für das Einkommen des Landes ja gut, ja, weil natürlich das Land auch Geld braucht, ja. Auch besonders ja beim Tourismus, ja, dann braucht man auch schon immer viele Arbeitskräfte, ja. Ja, ja, ja. Dann haben die Einheimischen auch schon ein bisschen Chance, Job zu kriegen, ja. Besonders, wir haben zurzeit schon ein bisschen Probleme wegen Arbeitsstellen, dass Leute halt dann nach Ausland fahren müssen, ja, um Arbeit zu finden, ja. Nach Taiwan, nach Japan, also in die arabischen Länder fahren sie oder nach Europa, also soweit ich weiß, fahren heute Leute schon nach Polen, ja, um Stelle zu kriegen, ja. Oder ab und zu werden auch von hier aus Leute wie Krankenschwester, Krankenpfleger auch schon ein bisschen ausgebildet, ja, um nach Deutschland zu kommen, ja. Europa, ne? Ja. Brauchen schon ein bisschen mehr Arbeitskräfte von außerhalb Deutschlands, ja, außerhalb Europa vielleicht, ne? Krankenpfleger, Krankenschwester. Die werden da gesucht in Deutschland. Oh ja, genau, ja. Damals wollte ich auch nach Deutschland kommen, um zu arbeiten, ja. Während der Pandemie, meine ich. Oh, das ist eine schlechte Zeit. Ich meine, ich kriege besonders persönlich so irgendwie mal so Panik, sage ich mal, ne? Also was passiert denn jetzt, wenn es überhaupt keine Touristen mehr kommen, ja, zu uns da? Weil ich ja so seit vielen Jahren jetzt ja vom Tourismus lebe. Und 2 Jahren halt nichts los, ja, oder fast 3 Jahren fast nichts los, kein Einkommen. Ja. Das war auch nicht das Problem von mir alleine, sondern auch von vielen. So von Bali zum Beispiel, besonders die Leute auf Bali leben viel vom Tourismus. Ja. Oder manchmal sagt man, 90% leben vom Tourismus auf Bali. Ne. Ja, sage ich mal, die Produkte von Handwerkern oder sage ich mal jetzt ja von Landwirtschaft, ja, werden auch schon von vielen Hotels abgekauft, ja? Ja. Reis, ja, Kartoffeln, ja, Gemüse, alles Mögliche, ja, kaufen die Hotels dann von den Einheimischen ab, ja, oder manchmal, wenn es nicht ausreicht, ja, dann wird es dann auch schon vom anderen Ecken der Indonesien auch importiert, ja. Sagen wir mal vielleicht von Java aus, ja, kommen auch schon Leute, also von Java, und die bringen dann alles dann hierher mit und verkaufen die dann hier bei uns. Ja. Ja, manchmal braucht Bali, meine ich. Ich meine, ich spreche von Bali, nicht von Lombok, ja, besonders Bali. Ich meine, da ist Tourismus sehr viel, ja? Ja. Ja, also überall sind Hotels, ja. Damals, als ich war auch schon jahrelang im Hotel, auf Bali beschäftigt, ja. Ab 1994, ja, bis 2012, ja. Ich bin gerade hier umgezogen, ja. Also 2012, ja. Und kenne ich das, ja. Und ja, das war halt dann. Damals, die Investoren suchten immer Plätze direkt am Strand, ja, an die Küste, ja, um Hotel aufzubauen. Ja. Jetzt aber nicht möglich, ja, suchen die aber immer noch Platz, ja, innerhalb der Stadt, ja, ja, und wollen halt dann
Hotel auch schon in der Stadtinneren aufbauen, ja? Ja, ja. Was natürlich auch schon sehr schlecht ist, ja, besonders die Stadt auch selbst auch schon sehr dicht besiedelt, ja. Aber jetzt auch schon gibt es ja bei uns in der Möglichkeit, ja, dass Leute halt dann auch ihr Geld ja hier investieren können, ja. Natürlich, wie gesagt, ja, will die Regierung schon, dass mehr Tourismus zu uns gibt, ja. Ja. Dann natürlich macht die Regierung Werbung. Ich mache auch schon ab und zu eine Werbung. Also, aber das ist ja mehr für Deutschen bei mir, ja. Also, ich meine, ich bin einfach mal so für deutschsprachigen Gäste spezialisiert, ja, mal so. Seit vielen Jahren, seit 1991, arbeite ich als Reiseleiter, deutschsprachig, ja, und ich lebe praktisch von der deutschen Sprache. Okay. Deswegen kenne ich auch schon viele Deutschen da. Ja, also wir sind schon auch nach Rundreisen zum Beispiel befreundet, ja. Sehr schön, ja, und ja, ich finde, das ist einfach toll. Ne? Ich mag auch diese Arbeit sehr, also es gefällt mir sehr gut, das macht mir auch schon viel Spaß, ja. Und sehr schön, wenn ich neue Nachrichten von neuen deutschen Nummern bekriege, ja. Oh, das ist wieder schön, und ich habe von Ihnen die Nachricht bekommen, ah, das ist ja wieder toll, ja, sowas. Ja, ne? Ja, auch Mund-zu-Mund-Propaganda. Meine Arbeitskollegin mit ihrem Mann war vor 3 oder 4 Jahren auch bei ihm. Oh ja? Yeah. Ja, ja. Okay. Und die hatte uns die Kontakte an. Ah, so ist das es, ja. Ja. Ich habe das gar nicht gewusst. So ist es, ja. Wie heißen die? Vielleicht weiß ich noch. Jessina und Yannick. Ah ja, ja, ja. Das haben sie doch geschrieben, das auch, ne? Geschrieben, genau. Ja, genau, genau. Die waren dann mehr im Osten damals, ja. Das kann die waren, sein, ja. Ja. Die waren im Osten auf einer Rundreise zu dem sogenannten abgelegenen Insel Paradies, ja. Das ist ja so eine Insel abgelegen und wird selten besucht, ja, oder 3 Inseln werden selten besucht, ja. Deswegen sind die Korallen noch intakt und sehr schön, ja. Das kann man immer sehr schön genießen, ja, dorthin zu fahren. Und dann aber jetzt, was sie geplant haben, auch sehr schön, besonders landschaftlich morgen, das machen wir morgen nochmal, ne? Machen wir morgen, ja. Genau, ja. Nach Westen, auch ziemlich abgelegen und sehr schön, ja, dass man auch einmal da auch schon schnorchelt, ja, besonders, das nennt sich eigentlich Secret Gili, ja, Secret Gili, also geheimer Gili, ja. Sowas, ne, wird weniger besucht, ja, aber wunderschöne Insel, wunderschöne Strand, da kann man auch schon sehr schön schnorcheln, ja, und besonders landschaftlich, weil wir hier hinfahren, da sieht man, wir sind der Küste entlang nach Westen. Wir fahren der Küste entlang nach Westen. Das ist ja schon ziemlich abgelegen. Skodong heißt das. Skodong ist ja im Westen. Ja. Heute, das Programm lautet, wir werden zu den Wasserfällen fahren. Ja. Besuchen wir dann die Wasserfälle. Ein bisschen laufen, Wanderung. Ja. Also ist ja keine schwere Wanderung. Einfach mal so gemütlich, entspannt, ja. Also, dann kann man auch dort baden, natürlich, ja. Dann, wir werden dann mit dem Roller zurückfahren, ja. Erstmal laufen und mit Roller zurückfahren, ja. Habe ich so geplant, ja. Durch den Regenwald, natürlich, ja. Und, ja, da werden wir dann auch schon viel sehen heute. Also von dort aus, dann werden wir dann so einen traditionellen Dorf besuchen, ja. Was auch schon ich lebte damals im 70er Jahren, ja, das war meine Kindheit, ja, in solch einem Dorf, ja, weil die Dörfer bei uns ja so ausgesehen haben damals, ja. Ja, und dann jetzt sieht man ja solch ein Dorf nicht mehr, weil die Regierung das verboten hat, ja. Besonders die Dörfer, die traditionelle Häuser, damals hatten die Strohdächer, ja. Ja. Dann gab es damals auch viele Hausbrände, ja. Es brennt auch schon
brennt sich gleich. Ja? Ja. Deswegen wird es verboten. Und damals haben auch schon die einheimischen Bambuswender, dadurch auch, war auch schon ziemlich schlecht, ja? Also wegen Feuer. Ja? Ja. Und wird es verboten. Ja? Ja, dann jetzt sieht man leider sowas nicht mehr so viel, bis auf in dem traditionellen Markt. Ja? Ja? In dem traditionellen Dorf. Ja? Jetzt ein bisschen steil hoch jetzt, ja? Ja. Sind wir auch gestern mit dem Roller hochgefahren. Oh ja. Ja, sehr schön, ja. Sie sind aber mutig, ja? Also ja. Mit dem Roller durch die Berge. Das geht wohl. Sehr schön, ja. Ja, überall am Swimmingpool oder am Wasser sitzen, das haben wir auch keine Lust. Bisschen was sehen. Oh ja. Schon wichtig. Ja. Ich wohne noch weit im Osten, ja. Also ich habe ja ungefähr 2 Stunden gebraucht, ja. Okay. Aber ich werde heute irgendwo mal schlafen, ja. Ja, das mache ich immer, weil ja natürlich kann mir auch schon ein bisschen ausschlafen, ja, weil für eine große Fahrt, dann muss ich dann immer so früh losfahren, ja, um 6 Uhr von dort aus, dann erst um 8 Uhr hier heute angekommen, ja, aber ja, das mag ich gerne, ja, mache ich gerne und das ist sehr schön, ja, also deswegen mache ich bis jetzt auch schon mit großer Freude immer jede Tour mit Leuten. Also, sehr schön, ja. Aber Lombok ist viel grüner als Bali, ne? Ja, es hat auch schon ein bisschen mehr geregnet. Also, das ist gerade Ende der Regenzeit jetzt, ne? Das heißt, ja, dann ist der Boden schon ziemlich nass, ja, und können die Pflanzen auch gut wachsen, ja? Ja. Eigentlich hier der Südteil der Insel gehört zu der unfruchtbaren Ecke eigentlich, ja? Also warum sagen wir das hier? Weil man überhaupt keine Reispflanzen hier anbauen kann, ja? Keinen Reis anbauen kann, ja. Das ist ja, weil die Leute halt dann, wir vom Reis leben, also wir bauen immer Reis, wir essen 3-mal am Tag Reis, morgen wird warm gegessen, abends, ja, und so, ne. Mittags, abends 3-mal, dann wir essen immer Reis, ja, und dann die Leute halt dann wohl meistens dann Reis anbauen, damit die auch schon mehr Geschäft machen können, ja. Ja. Und hier können die Leute halt keinen Reis anbauen, ja. Und damals, ja, sage ich mal, vor 30, 40 Jahren, ja, war diese Ecke ziemlich trocken und kamen auch schon Leute von anderen Inseln oder die Regierung zum Beispiel oder sogar auch schon Ausländer hierher, um zu helfen, um Brunnen zu bauen, ja, ja, um Wasser hierher zu leiten, ja. Hier unten, ja. Ja, haben wir gestern gesehen, da hat auch eine Frau aus dem Wasserbrunnen. Ja. Genau, ja. Und wurde damals so von der Regierung extra gebaut und wenn es dann nicht möglich war, da würde damals auch gespendet, ja. Wasser, ja. Wasser heißt das, da kommen die mit Tanker hierher, ja, runter und wird gespendet, ja. Und wir und den anderen Teil der Insel dürfen, also könnten auch schon spenden, also Wasser spenden. Sauberes Wasser, Trinkwasser spenden, mhm, weil es dann überhaupt kein Wasser hier gab. Ja. Aber jetzt hier gibt es doch auch schon genug Regen, ja, besonders letztes Jahr haben wir auch schon gefühlt, dass irgendwie wir überhaupt keine Trockenzeit gehabt haben, ja, keine Trockenzeit gehabt haben, weil es dann irgendwie mal ständig geregnet hat. Was heißt ständig hier? Heißt es dann vielleicht in der Woche vielleicht einmal Regen, ja? Und haben wir irgendwie mal gefühlt, haben wir wirklich so Trockenzeit letztes Jahr gehabt, ja? Es hat immer geregnet, ja, so oft geregnet und deswegen ist es jetzt grün geworden, ja? Und
waren damals diese Ecke auch, also gehört zu einer armen Ecke, ne? Also das heißt, in 70er Jahren habe ich, wie gesagt, ich wohne im Osten, ja, zwei Stunden Fahrzeit von hier aus, ja, kamen auch schon Leute aus dieser Ecke, jedes Mal, die kamen immer in, zu den Familienhäusern der im Osten, ja, oder im Norden, ja, und die betteln, ja, die haben gebettelt, ja. Jedes Mal haben wir immer gefragt, ja, woher kommen Sie? Ja, wir kommen aus dem Süden, und die sagen immer so etwas von bestimmten Dörfern, ja, und die sind ja hier an der Ecke, ne? Aber jetzt, ja, irgendwie mal wird diese Ecke auch schon von dem Tourismus irgendwie mal gesegnet, ja, also dass irgendwie auch schon ein bisschen Arbeitsstellen da gibt, ja, für die Einheimischen, ja, und auch schon irgendwie mal so ein Meerregen gibt, ja, dann haben wir manchmal auch gesagt, jetzt die letzten zwei Jahre, ja, irgendwie haben die Experten recht, ja, dass irgendwie mal richtig oder irgendwie mal wahr mit dem sogenannten Klimawandel, ja. Hat sich auch schon ein bisschen gewechselt oder so. Also ein bisschen wechselhaft geworden, dass auch schon in der Trockenzeit ein bisschen mehr geregnet hat. Ja, ja, das freut mich. Also wenn Sie sagen, es ist grün, jetzt ja, manchmal auch grüner als Bali. Aber Bali ist auch schon in der Zentralecke von der Insel Bali ist auch grün, ja, so Ubud zum Beispiel, ja. Wir haben auch schon Dörfer oder Ecken in dieser Art, also wie Art von Ubud meine ich, also mit vielen Reisfeldern, Reisterrassen und so, ne? Das ist ja im Osten oder in Zentral-Lombok oder am Fuße des Mount Rinjani zum Beispiel, ja? Da sind auch schon Reisfelder. Ab und zu werden wir auch schon welche sehen auf der Fahrt nach oben, also jetzt zu dem zu den Wasserfällen, ja. Ja, die Reisfelder, das sieht immer schön aus. Das hat was sehr Friedliches. Mhm. Ja. Meine Frau zum Beispiel, manchmal fahren wir auch schon ein bisschen auf Reisfeldern und die kann immer genießen, ja, die Landschaft, ja. Reisfelder-Landschaft. Ja.